Willkommen zu Let's Play Everlight. Ja, das Spiel habe ich jetzt gerade mal wieder so durch Zufall gefunden. Ist auch in diesem Fall nur eine Demo-Version. Aber ich denke mal, so als erstes Einstiegs-Let's Play ist das ja schon mal ein ganz guter Anfang, da das Spiel ja auch nicht allzu lang geht. Ich habe mir zwar noch ein paar größere Projekte ausgesucht, auf die ich jetzt direkt gerade noch nicht eingehen werde. Aber vielleicht werde ich sie am Ende der Videos noch einmal nennen. Gut, dann fangen wir auch einfach mal an, indem wir gleich ein neues Spiel klicken. Ich muss dazu sagen, am Anfang, ganz am Anfang, der Ton mit diesem Regen und so, das ist echt grässlich, aber das verbessert sich dann um einiges. Gut, fangen wir einmal an. Neues Spiel, ja, nehmen wir jetzt einfach mal schwer. Ich glaube, das macht sich ja eh nichts gerade. So, jetzt haben wir hier ein paar Tastenkürzel. Ja, ich denke mal, die kennt man ja auch alle irgendwie so ein bisschen. F1 ist vielleicht ganz nützlich. H auch. Ja. Gut, dann hört man schon mal den Regenschauer hier. Was für ein Sauwetter. Was soll das denn für ein Laden sein? Unterstellen wird reichen. Hallo? Ist hier jemand? Sein besonderes Sortiment zu kratzen. Was soll an Kerzen schon so besonders sein? Die bekomme ich doch überall zu kaufen. Nicht meine Kerzen, junge Frau. Meine Kerzen sind magisch. Magisch? Aha. Du glaubst mir? Dann sollte ich dir vielleicht etwas zeigen. Hast du Lust auf ein Spiel? Also, solange der Monolog läuft, werde ich wohl Stillschweigen halten. Oh, wie haben Sie das gemacht? Wo kommt denn das Feuer her? Das erkläre ich dir später. Schau her. Siehst du diese drei Hütchen? Sag mir, wo sich die Flamme befindet. Ja, also das war jetzt so schwer. Viel zu schnell. Ich kann nur raten. Dann warte. Bei dem Speed konnte ich mir das jetzt wirklich nicht merken, wo sich jetzt die Flamme befindet. Also würde ich einfach mal so drauf losraten. Ich nehme mal so jetzt einfach mal in die Mitte, so blau Was geraten. ist das Hütchen in der Mitte? Wow, kann ich hochklettern. Richtig. Noch einmal. Das war ja Ja, noch so. schneller. Kein Mensch hätte da was erkennen können. Nehmen wir mal links. Ist das vielleicht das linke? Also das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ganz ehrlich, ich will, dass er alle Hüte hochmacht. Wieder richtig. Ich scheine heute Glück zu haben. Das ist kein Glück. Egal, wie schnell ich die Hütchen mische, du wirst immer wissen, wo sich die Flamme befindet. Denn du spürst ihre Magie. Du hast zweifelsfrei ein nicht unbeträchtliches magisches Talent und spürst deshalb den Zauber der Flamme. Ich habe tatsächlich etwas gespürt. Eine Art Kribbeln in der Hand. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine Finger zu einem der Hütchen gezogen werden. Nicht zum Hütchen, zur Flamme. Möchtest du mehr über die Welt der Magie erfahren? Vielleicht sogar ein Magier werden? Du müsstest dich auf eine Reise begeben, eine magische Reise. Du müsstest einen spirituellen Führer finden und deine tiefsten Ängste besiegen. Ich habe eigentlich keine Angst. Oh, jeder hat Angst. Die Frage ist, ob man seine Ängste zum eigenen Vorteil nutzen kann oder sich von ihnen vergiften lässt. Und dieser spirituelle Führer?
Sowas kenne ich doch von den Indianern. Ganz genau. Er wird dich leiten und dir bei deinen Prüfungen helfen. Allerdings ist er äußerst schwer zu finden. Viele finden ihn nie und zerbrechen daran. Findest du ihn aber und besiegst deine Ängste, wirst du auch die Magie kontrollieren können. Aber ich habe dir schon fast zu viel erzählt. Wie schaut es aus? Möchtest du dich auf die Reise begeben? Ich denke schon. Was kann schon passieren? Eine Menge. Aber das wirst du noch früh genug erfahren. Und nun konzentriere dich und beobachte die Flamme. Folge ihr mit deinen Augen. Beobachte die Flamme. Okay, ich beobachte die Flamme. Na, jetzt ist alles schwarz. Na, da kommt was. Muss ich jetzt irgendwo hinklicken? Denk schon. Ja. Also ich meine, so alt wie das Spiel ist, ist die Animation hey, ganz gut. Was ist das? Was hat das zu bedeuten? Ich... Wo bin ich? Oh Mann, dieser Mr. Teeth hat echt nicht zu viel versprochen. Wo auch immer ich hier bin, es ist weit weg von zu Hause. Das sieht hier tatsächlich aus wie im Mittelalter. Zumindest machen die Häuser diesen Eindruck. Hey, du da! Komm mal hierher! Ja, du! So, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Da ganz, ganz oben, da, befindet sich so eine kleine Elfe. Ich hab nicht ewig Zeit. Die sprechen wir jetzt mal an. Na endlich! Los, hol mich hier gefälligst raus! Was? Wie? Wer oder was bist du? Redest du wirklich mit mir? Siehst du hier sonst noch jemanden, Marvin? Also, mach endlich den Käfig auf und lass mich hier raus. Bin so langsam wird's mir hier zu eng. Das Tier kennt meinen Namen. Tier? Geht's noch? Ich bin eine Elfe und mein Name ist Fanny, Idiot. Und jetzt mach diesen dämlichen Käfig auf. Ich bekomme Platzangst. Dann wollen wir doch gleich mal den Käfig aufmachen. Warum hat man dich eingesperrt? Ein dummes Missverständnis, selbstverständlich. Du kennst das sicher. Ein kleiner Scherz, ein falsches Wort. Schon ist irgendein humorloser Trottel beleidigt. Dabei bin ich völlig friedlich, glaub mir. Und jetzt mach endlich den Käfig auf! So friedlich hört die sich gar nicht an. Ich hab mal gehört, dass Elfen einen 3 Wünsche erfüllen können. Wenn ich dich da rauslasse, darf ich mir dann was wünschen? Ja, kannst du dir was wünschen. Und nicht nur dreimal. 4. Ach was, 5 Wünsche kannst du haben. Aber jetzt lass mich irgendwie glaube ich dir nicht. Irgendwie traue ich dir nicht. Wie könnte ich dich überhaupt befreien? Ja, nehmen wir das mal, da damit es ein bisschen schneller geht. Hoch und ich kletter bestimmt nicht auf den Baum. Nämlich der ganze Part ging jetzt eigentlich nur mit Monologen. Klopf einfach dreimal mit einem Stock gegen den Baumstamm und die Tür geht auf. Versuche es. Gegen den Baumstamm klopfen? Und das soll funktionieren? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn du meinst... Gut, dann nehmen wir da mal den Ast. Ich nehme den Ast einfach mal mit. Und dann... Hier unten, wenn wir so ans untere... An den unteren Bildschirmrand gehen, sehen wir unser kleines Menü. Da wählen wir mal den Ast und wählen dann den Baum aus. Und dann werden wir nun einmal sehen, ob sich da wirklich also gut, die Käfigtür öffnet. Ich schlage mit dem Stock dreimal gegen den Baum. Und das bringt's jetzt... Die Tür geht tatsächlich auf. Sehr eigenartig. Eigentlich habe ich den Sprachton sehr laut gestellt und den halt zum Beispiel die Käfigtür öffnen und solche Geräusche halt sehr, sehr leise. Ich fand gerade, es war der gegenteilige Effekt. Okay, also an diesem Punkt beenden wir dann nochmal den Part. Das war Let's Play Everlight für heute.